Türen der Spar- und Leihkasse Thun sollen sich bald endgültig schließen. Während die Bankenkommission heute im Bundeshaus diesen Entscheid bekannt gab, hieß es für die geprellten Kunden einmal mehr anstehen. Schlange stehen für 500 Franken. Viele hofften noch, eine Großbank würde das Geldinstitut und damit ihre Ersparnisse retten. Diese Hoffnung hat sich zerschlagen. Verständlich ist die Stimmung gereizt. Für viele Bankkunden steht die Existenz auf dem Spiel. Von was sollen sie leben? Ja, ich habe jetzt 3 Wochen Ferien. Ich kann einfach nie nachher kommen, oder? Und das Geld, das ich von mir also, ja, Steuern und einfach alles sein, wenn ich auszahle. 500 Franken, das reicht mir nicht da. Ich bin Familienmann mit 3 Kindern. Das reicht nicht da für Leben. Die Pressekonferenz im Bundeshaus. Mit harten Worten kritisierten die Verantwortlichen der Bankenkommission das Verhalten der Bankmanager und entzogen ihnen die Befugnisse. Die Bank hat durch ihre sehr expansive Kreditgewährung wiederholt und in schwerwiegender Weise die gesetzlichen Vorschriften über die Risikoverteilung verletzt. Diese Gesetzesverletzungen, dieser Missstand führen nach Bankengesetz zum Entzug zur Bewilligung. Die Eingangshalle des Bundeshauses. Portier Klaus-Peter Schweitzer ist von dem, was oben verhandelt wurde, direkt betroffen. Tausende von Franken Krankenkassengelder für seine Mutter sind blockiert. Also für mich ist das heute der schlimmste Moment gewesen, in meinem Leben, den ich bis jetzt gehabt habe. Wo die Herren gekommen sind von der Bankenkommission und die Verantwortlichen von der Spar-Leihkasse Thun, ich habe mich mit mir kämpfen, Selbstbeherrschung. Ich kann dazu nicht sagen.